Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Ja, letztes Mal haben wir sehr aufschlussreiche Gespräche hier mit den Gehirnen der Doktoren geführt. Und jetzt schaue ich hier gerade nochmal rein. Und ja, der gute Dr. Klein hat uns in die verbotene Zone geschickt, um dann dort endgültig den Dr. Möbius fertig zu machen. Aber vorher werden wir für Dr. Burrows nochmal nachschauen, ob wir hier irgendwelche Überbleibsel von Gabe finden, seinem Hund, unten in hier Dingens, in Hicks Village. Da sollen wir gucken. Und das machen wir auch. Und zwar, indem wir uns dorthin teleportieren. Und ich hoffe, das Spiel hakt sich nicht auf. Denn es hat sich eben vor 10 Minuten schon mal aufgehakt. Ich mache das, glaube ich, jetzt hier schon zum dritten Mal den Folgenanfang. Oh, das funktioniert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, mal schauen. Der hatte hier, glaube ich, irgendwo seine Hundehütte, ne? Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Irgendwo war Gabes Hütte. Ich glaube, hier hinten. Genau. Die Hütte für das Riesenbaby. Okay. Gabes Schüssel. Bringen Sie Gabes Schüssel zu Dr. Burrows zurück. Alles klar. Das machen wir doch gerne. Und was hat er dann damit vor? Oh. Sein Süppchen drin kochen. Seine Gehirnsuppe. Haben wir hier irgendwo vielleicht einen Sternkorken? Nö, aber ein super Stimpack. Cool. Dann einmal raus. Und dann teleportieren wir uns zurück. Und ich glaube, was fehlt uns noch? Genau, die Audioprobe für die Jukebox. Das holen wir dann auch gleich noch. Und dann begeben wir uns zur verbotenen Zone. Oh Gott, mir graut's schon. Ganz ehrlich. Mit dem bisschen Munition, was wir noch haben, ey. Und mit diesen popeligen Waffen. Wir haben null Chance. Irgendwie wird's schon klappen. Warte mal, ich schau mal. Haben wir hier noch eine Protonenaxt vielleicht? Nö, nur die blöde Antenne. Verdammt. Hier lang. Da hing der Dr. Burrows rum. Munition. Munition. Aber ein Wissenschaftlerhandschuh mit, wow, unglaublichem Wert. So, Burrows. Der Lobotomit kehrt zurück. Welchen hinterlistigen Plan hat er wohl gefasst? Welche anti-amerikanische Kommunistenpropaganda wird er verbreiten? Das wirst du dann sehen. Ist das hier Gabes Napf? Gabe, ihr Hund aus X8? Was? Warum? Ja, ich habe ihn immer gefüllt mit Medikamenten vor seine Hundehütte gestellt. Natürlich vor den kybernetischen Modifikationen. Und ganz egal, wie viele Medikamente im Futter waren, er hat es immer gefressen. Und er hat immer mit dem Schwanz gewedelt, auch wenn, ich... Wissen Sie, mein Biogel durchströmt gerade ein ganz seltsames Gefühl. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Klingt, als ob Gabe sie wirklich geliebt hat. Warum? Ja, Gabe. Auch wenn ich einen schrecklichen Tag hatte, er hat immer dort gewartet. Wie seltsam. Mein Gel verflüssigt sich. Und wenn ich mit ihm über Betsy gesprochen habe und darüber, wie Marcus mich immer verweichlichter Schlaumeier genannt hat, saß er einfach da. Und... Hm.
Ich würde den Napf gerne haben. Ich muss ihn entfernen. Weg damit. Irgendwohin außerhalb der Radarreichweite. Aus irgendeinem Grund füllt seine Ähnlichkeit mit der Kraterform von Big MT alle meine verfügbaren kognitiven Zellen. Außerdem habe ich das überwältigende Gefühl, etwas Schreckliches getan zu haben. All dies trifft mich mit unerwarteter Macht. Traurig. Hört sich an, als hätten sie jemanden, den sie sehr geliebt haben, verletzt. Klingt zwar seltsam, aber so ist es wohl. Und ich frage mich, warum mir das erst aufgefallen ist, als ich die Erinnerung bei Ihnen gesehen habe. Dieses Gefühl ist unangenehm, aber mir ist es egal. Auch dieser Ort ist mir egal. Und ich habe den Eindruck, dass ich etwas vergessen habe. Aber es ist trotzdem egal. Ich muss das Gefühl verscheuchen, es zerstören, mich davon befreien. Ja, vergessen. Fast. Ja? Ich muss mich nicht mehr erinnern. Nicht heute. So kann man es natürlich auch machen. Dann bist du... Man könnte sich aber auch dem stellen und sich eingestehen, dass man einen großen, großen Fehler getan hat. Der arme Gabe, er hat ihn immer geliebt. Und was macht er? Er verwandelt ihn in so ein komisches Cybermonster. Oh Mann. Was machen wir? Energiewaffen sollte, glaube ich, langsam auf 80 gebracht werden, denn die werden noch sehr wichtig sein, wenn wir in die verbotene Zone gehen, da bin ich mir sicher. Schleichen wird auch sehr wichtig sein und... Medizin oder... Vielleicht sollten wir auch langsam mit Sprengstoff anfangen. Warte mal, haben wir da unten nicht... Moment. Wir haben doch hier so eine Nachladebank, ne? So, und jetzt mal angenommen, ich würde gerne so eine hier herstellen. Da brauche ich reparieren 75. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist jetzt echt nicht wahr. Aber das kriegen wir ja auch noch hin, hoffe ich. Oder? Kriegen wir das hin? Kriegen wir nicht hin. Doch. So. Jetzt würde ich gerne... Ich würde gerne 50er herstellen. Dafür brauche ich 70 Blei. Für wie viel? Ich will es gar nicht wissen. Für eine wahrscheinlich, oder was? Für eine Patrone. Für eine Patrone brauche ich... ...70 Blei. Yes! Das ist doch nicht wahr! Wow! Juhu! Das ist total toll. Gut, wir brauchen Blei. Blei, Pulver... Oh mein Gott. So, wenn ich jetzt dafür... Warte mal, was könnten wir denn zerlegen? Hier, das da, ja... Das ist alles Blödsinn, das... 5 mm. Die könnte ich zerlegen. So, ich mache mal gerade 100. Ich zerlege mal... Okay.
Nochmal. Geht nicht. So, 50er. Jetzt kann ich davon 20 machen. Kann ich aber auch irgendwie nicht. Warum kann ich das jetzt nicht? Habe ich gerade die 5,5 zerlegt? Ich... bin gerade verwirrt. Nee, habe ich nicht. Wo habe ich die hergestellt? Ah, ja, keine Ahnung. So, jetzt kann ich hier machen. Ich mache das gerade nochmal. Zerlegen. 100. 5 mm, okay. So. Ja, okay. So, dann würde ich jetzt gerne mir diese hier herstellen. Wir haben jetzt natürlich... ja, toll. Jetzt haben wir keine Zündhütchen mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herbekomme. So, was können wir noch herstellen? 308er. Davon können wir wie viel... warte mal, die brauchen wir, ne? Ich muss mal gerade schauen. Was brauchen wir für unser Jagdgewehr 308? Wir haben lange niemanden mehr gesehen. Vielleicht haben auch die Monster-Tarnanzüge. Dafür können wir ganze 25 herstellen. Wow. Dann für das Kampfgewehr brauchen wir... auch die 308. Ach, das ist ja alles echt. Das ist un... ja. Blöd. Warum kann ich jetzt nur noch 3 herstellen? Jetzt wieder 25. Es ist egal. Hauptsache, wir haben Muni. Das ist die normale, ne? Oh Gott. So, jetzt haben wir wieder so ein bisschen für das Ding. Aber auch nur so ein bisschen. Vielleicht reicht's ja. Man weiß es ja nicht. Das wäre zu schön. Oh oh. Nichts, oh oh. Hier ist niemand. Können sie sowieso nicht reisen, ne? So. Die Audioproben, die sind dort oben in der verbotenen Zone, also müssen wir da sowieso hin. Können wir da hinreisen? Waren wir da schon? Okay, wir können da hinreisen. Das ist natürlich schön. Böse Wichte wollen besiegt. Sie sich gegen einen Angriff von Dr. Möbius. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Ja, ist er auch. Danke. Ach, leck mich doch am Sack. Ja, komm ja immer mehr. Das ist ja wohl ein Witz. Wie soll ich das denn machen? Ich hätte die Protonenaxt aufheben sollen. Ich glaube, warte mal, ich glaube, das mache ich auch. Ich lade jetzt nochmal neu. Und, womit kann ich dienen, Sir? Ich denke, das ist einfach das Sinnvollste, was wir jetzt tun können. So. Womit kann ich dienen, Sir? Zeig mal her. Das ist auch echt blöd. Also warum? Warum zum Teufel kriegt er hier keine neue Muni? Warum? Naja. So, das Ding hier, wollen wir das aufheben? Schaden 59, 130. Komm, wir heben es mal auf.
So, von ihm kaufen wir. Das Ding hat 78, 41. Okay, es ist auf jeden Fall besser. EMP-Bonusschaden gegen Roboter und Powerrüstung. Das kostet zwar jetzt wieder echt 3800, aber wir kaufen dieses Ding. So. Und dafür bekommt er... Was bekommt er dafür? Nix. Ein altes Plasmagewehr oder die Protonenwurfaxt. Ne, die heben wir auf. Zum Reparieren dann. Die Saturnitfaust, die kann er haben. Splittermine, da verkaufen wir auch mal gerade 3. So, okay. Was war da gerade? Eigenbau? Akzeptieren. Oh Gott. So, dann legen wir uns das Ding nämlich einfach auf die 1. Die 9mm, die werden wir jetzt nicht brauchen. Das Teil können wir nämlich auch schön hier dann mit so einer Wurfaxt reparieren. Ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Ich hoffe es einfach mal. Es wird besser sein. Also, es wird besser sein als all das, was wir noch haben. Denke ich. Naja. Dann müssen wir halt mal ein bisschen in Nahkampf gehen, ne? Ist ja auch nicht schlecht. So. Achtung. Fertig. Okay. Jetzt mache ich Ihnen ein Ende. Roboskorpion, greif an! Kostet wenigstens keine Munition. Aber ist trotz allem, trotz allem echt wenig effektiv. Bösewichte wurden besiegt. Oh Mann. Zack. Haben wir noch ein bisschen. Wir haben Nuka-Cola, ne? Fahr ich mir gerade mal ein bisschen rein. Das ist echt scheiße. Das ist echt richtig scheiße. Aber gut, hier sind keine weiteren, das ist schön. Das heißt, wir können uns hier frohen Mutes in das Labor des Doktors begeben. X42 Robo-Kriegsführungseinrichtung. Das. Ja, wird schon richtig sein. Zerstören Sie den gigantischen Robo-Skorpion oder machen Sie kaputt? Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Ja. Ernsthaft, ein Riesenskorpion. Da ist unser Opfer. Der verseucht uns mit irgendwas. Was haben wir denn hier? Zieldrohnen. X42 gigantischer Roboskorpion-Test. Die Saturnit-Rüstungsplatten an den gigantischen Roboskorpionen haben die Erwartungen übertroffen. Weit geht. Obwohl sie nahezu undurchdringlich für kleine Schusswaffen sind, konnte der Schallemitter... Aha. Den Parsons gebracht hat, ein paar der Subsysteme des Prototyps braten. Wir müssen für den nächsten Prototypen auf eine bessere EMP-Isolierung Wert legen. Etwas Positives. Der neue Atomarlaser des Prototyps schlägt sich wunderbar. Ein bisschen Rückstandsstrahlung bleibt, nachdem die Waffe geschossen hat. Es könnte nötig sein, zur Vorsorge mehr Strahlungsanzüge und Medikamente zu besorgen. Das haben wir gerade gemerkt. Zieldrohnen.
feindliche kommunistische... Sieht aus, als ob die Zieldrohnen aktiviert wurden. X42, greif an! Im Namen von Möbius! Ihr könnt euch jetzt auch mal so ein bisschen benehmen. So, warte mal, ich mach das mal hier mit. Wow! So, wenn diese Drohnen da ihn ablenken... Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Dann funktioniert das sogar so ein bisschen. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Aber auch nur so ein bisschen. Boah, Entdeckung! Ja, sehr geil, wenn ich diese Drohnen da... Zeit zum Kämpfen. Oh oh. Moment. Ich muss mal kurz was tun. Und zwar... Oh Gott. Oh ja, Right Away nehmen. Aber sehr, sehr dringend. Und entkrüppeln müssen wir uns auch mal. Dies ist eine im Vorfeld aufgezeichnete Angriffsbotschaft, die meinen Wunsch... Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Das funktioniert echt super. Gleich haben wir ihn. Zeit zum Kämpfen. Gleich haben wir ihn. Ja, einmal noch, zweimal noch. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Boah. Stellen Sie sich Dr. Möbius bei der Kuppel der verbotenen Zone. Ja, machen wir dann. Hui. Das war heftig. Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier wie so ein Endboss hat. Witzig. Witzig, witzig. Wahrscheinlich nach oben. Aber ich schau mal gerade. Die Audioprobe, wo ist die denn? Die ist da oben, alles klar. Darum geht's mir ja auch. Das Ding will ich haben. Mal hier nochmal überrennen. Ja, was haben wir hier? Eine alte Tasse. Muss wohl Maggis Seesack sein. Stange kippen. Oh Mann. Die sollten echt aufhören zu rauchen hier. Das ist nicht gesund für euch. So, das Ding und Pam. Wegpacken und dann machen wir mal einen Quicksave, würde ich sagen. 9 mm. So, hier irgendwas machen? Nö. Notfallgeneratorprotokoll. Der neue Atomarlaser belastet den Generator des gigantischen Roboskorpions gewaltig. Das verdammte Ding hat sich mitten im Waffentest letzte Woche abgeschaltet. Ich wollte erreichen, dass sie die Kraft des Lasers um 25% reduzieren. Stattdessen haben sie einen Hilfsgenerator an den Skorpion gehängt. Gefährlich, wenn du mich fragst. Die Systeme sind nicht dafür ausgelegt, den Strom von zwei Systemen gleichzeitig zu verarbeiten. Und wenn irgendein Hilfstechniker den Hilfsgenerator zu früh startet, dann... Gut, wir hätten auch irgendwie hier einen Generator vermutlich starten können. Um den Skorpion zu vernichten anscheinend. Huch. Naja. Nun haben wir ihn so platt gemacht. Jetzt würde ich nur gerne irgendwie zum alten Möbius kommen. Und ich würde mir hier gerne mal die Überreste ansehen. Geht das? Es geht. Energiezelle, Energieüberladung, genau da. Da haben wir nochmal so ein Ding. Ein Sensormodul brauchen wir nicht. So ein Teil nochmal, das können wir verkaufen. So. Wo ist unseres? Hatten wir nicht auch so ein Teil? Achso, Elijah. Genau, von Elijah war das Ding.
Hier ist es. Das können wir gerade mal reparieren. Piu! Nochmal so ein Teil. Cool. Na dann. Was haben wir hier drin? Verschiedene, diverse, andere Munition. Oh. Immer her damit. Den Schrott, den ganzen behalten. Fernglas auch. Audioprobe. Möbius Roboskorpion. Das nehmen wir mit. Das haben wir doch gesucht. Abgeschlossen. Sie haben eine Rekalibrierungsdatei für den Schallemitter gefunden. Bringen Sie es zu der Jukebox im Becken, um den Schallemitter für neue Effekte zu rekalibrieren. Dann wäre das Ding vermutlich ein bisschen effektiver gewesen, wenn wir das getan hätten. Halt. Energiezelle. Okay, gucken wir hier nochmal. Da ist nichts. Mal hier. Ach, da drüben geht's noch weiter. Ist hier noch was? Right away. Köstlichen Wein. Aha. So, okay. Dann hätten wir ihn bestimmt auch von diesem Terminal aus ausschalten können oder so. Keine Ahnung. Da drüben geht's auch nochmal hoch. Ach komm, wir müssen. Ich kann das einfach nicht so lassen. Wir müssen da drüben auch noch hoch. Tut mir leid. Und eigentlich wollte ich mich ja in der nächsten Folge um den Möbius kümmern. Naja. Der kleine Amöbius. Naja, machen wir es in dieser Folge. So, siehste. Wären wir hier nicht gewesen, hätten wir sau viel Munition übersehen. Und Vorkriegsgeld und andere tolle Dinge hier, wie zum Beispiel Kaffeetassen und Red Away und Stimpaks. Stimpaks sind immer schön. Die nehme ich gerne. Was haben wir da? Mikrofusionszelle. Das ist, komm. Kannst du aber halten. Redex. So, da haben wir sogar noch eine Protonenwurfaxt. Mehrere. Was haben wir hier noch? Wasser, Redex, ruhiger Stimpak. Gut, das wäre das. Dann geht's hier nochmal rüber. Diesmal ohne Kraftfeld. Aber mit Munition. Okay. Hier gibt's noch mehr, mein Gott. Oh, halt. Was übersehen? Das hier. So, können wir hier irgendwas machen? Nö. Also wir könnten es hacken, aber unsere Fertigkeit ist zu schlecht. Alright. Wir hüpfen jetzt einfach mal hier todesmutig nach unten. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. So. Okay, dann wollen wir uns dem alten Möbius doch mal stellen. Möbius? Ach, da bist du ja. Hi. Hä? Oh, hallo. Sie sind hier, oder?
Entschuldigen Sie meine Verwirrung, aber es fällt mir heutzutage schwer, das zu unterscheiden. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind Sie vielleicht wegen Ihres Gehirns hier? Es ist gleich da oben. Ein schönes Gehirn, jung und klug. Ich kann Sie nur schlecht erkennen. Kommen Sie doch bitte in mein linkes, rechtes Sichtfeld. Ah, jetzt werden Sie schärfer. Ist das besser? Ergeben Sie sich, Möbius, ich will nicht gegen Sie kämpfen. Ich habe Ihren gigantischen Roboskorpion besiegt. Sie sind als nächstes dran. Der hat unser Hirn. Ich will unser Hirn zurückhaben. Wir machen das zweite. Oh, tja, das ist doch was. Sollten wir kämpfen? Ich fühle mich gar nicht gewalttätig. Aber bei diesen Apparaturen ist das schwer zu sagen. Sie sind nicht gerade, was ich erwartet habe. Ich habe Ihren gigantischen Roboskorpion besiegt. Sie sind als nächstes dran. Genug davon, ich bin hier, um Sie zu töten. Wir machen das zweite. Wir sind mal hier. Oh, habe ich das angelassen? Ich dachte, ich hätte das runtergefahren. Fragte mich schon, woher die Stromausfälle kommen. Genug davon, ich bin hier, um Sie zu töten. Sie sind nicht gerade das, was ich erwartet hatte. Sieh an, das impliziert vorgefasste Meinungen, Theorien und Hypothesen über dieses Treffen. Bitte führen Sie das aus. Wie sollte ich denn sein? Schließlich könnte es eine kognitive Anpassung wert sein, falls Ihr theoretischer Möbius besser sein sollte als ich. Ich brauche mein Gehirn wieder. Ist das so? Ihnen scheint es auch ohne gut zu gehen. Und will es wieder zurück zu Ihnen? Vielleicht sollten Sie es fragen. Es ist recht frei in seinen zahlreichen Ansichten. Ich sag Ihnen was. Ich überlasse es dem Gehirn. Wenn es zurück will, ist mir das recht. Wenn nicht, sollten Sie seine Wünsche respektieren. Beschaffen Sie Ihr Gehirn aus der verbotenen Zone wieder? In der Tat. Unser kleines Gespräch neigt sich dem Ende zu. Leben Sie wohl. Bitte achten Sie auf die Gleichungen am Boden. Gleichungen am Boden? Ich sehe keine. Ach so, hier diese... Ah ja, okay. Da ist es. Unser Hirn. Und mit diesem Hirn werden wir in der nächsten Folge quatschen. Bis dann. Tschüss.